Brauchst du noch FIFA 18 Coins? Ja! Easy, deswegen check einfach mal die Beschreibung ab. Dort findest du nämlich meinen Coinsponsor und natürlich gibt es auch noch einen Rabattcode. Findest du auch in der Beschreibung. Einfach abchecken. Und meine Klamotten, die gibt es jetzt auch. Gang Pullover, demnächst sogar was Neues. Check it out. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin'? Wakes ist wieder für euch am Start. Es wurde blau, kleiner Ausschnitt. So, läuft hier alles bei den Aufnahmen? Ja! Und allgemein haben wir richtig geile Packs gezogen. Wenn ihr weitere Pack-Openings zum BPL-Tod sehen wollt, lasst ein Like da. Ich würde sagen, 3333 Likes Minimum. Gönnt, Leute. Lasst doch ein kostenloses Abo da. Würde ich mich drüber freuen. Und an der Stelle viel Spaß, ohne viel Rumgelaber, Lego. Und wir sind mal wieder auf dem Account von Salem. Da waren wir lange nicht drauf. Und zwar geht es heute mal wieder unter anderem um ein paar Food Champions Belohnungen, die er diese Woche ganz chillig erspielt hat. Elite 1 war auf jeden Fall drin. Dafür kriegt man dann natürlich ein Elite 1 Food Champions Set. Richtig nice, Leute. Und dann haben wir monatlich auch nochmal Elite 1, welche wir öffnen können. Richtig geile Packs. I like that, man. I like that. Okay, die ersten waren monatlich, die zweiten waren wöchentlich. Ich habe es ganz anders gesagt, aber Leute, ihr checkt schon, was ich meinte, ne? Und diese Packs werden wir jetzt unter anderem öffnen. Dann natürlich noch ein paar Lightning Rounds oder allgemein ein paar Promo-Sets. Und jetzt viel Spaß. Und wenn ich ehrlich bin, Leute, weiß ich auch gar nicht gerade, welche Top-Spieler in den monatlichen Belohnungen drin sein können und welche Flop-Spieler drin sein können. Deswegen heben wir uns das Pack hier nochmal fürs Ende auf. 20 rote Informs in ein Set. Gehen jetzt erstmal zum ersten 100k-Pack. Ich würde sagen, wir öffnen das Pack in 3, 2, 1. Bang, Alter. Wir werden hier heute richtig stabiles Set sehen, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Und ein Team of the Season wäre natürlich am krankesten aus so einem 100k-Pack. Jetzt wird es hier von Arsenal im ersten Pack Mustafi. Ich muss mal hier mein Headset wegtun, nicht, dass das gleich doppelt hörbar ist im Mikrofon. Und ja, Mustafi im ersten Pack ist auf jeden Fall... Mustafi, Falcao, Horn, Jahrstein, ich tue die alle mal auf die Transferliste. Und den Rest kann ich, glaube ich, discarden. Das braucht er nichts von, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier machen soll. Soll ich discarden oder soll ich behalten? Ich glaube, ich kann das alles discarden. Ich tue noch mal ein paar einfach. Okay, ihr kennt das, wie ich diese Packs immer öffne. Ich mache immer 100k-Pack auf und dann ein Team der Woche-Set. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Let's do it. Wake's Luck muss kommen. Ich glaube, da gibt es ja gerade Cuadrado als Rechtsverteidiger. Das wäre ganz gechillt. Das Team of the Week ist jetzt nicht das Beste. Deswegen kann man hier auch gar nicht so krasse Sachen ziehen. Aber, ja, Gue ist einer der Besseren aus dem Team of the Week. Und deswegen gefällt mir dieses Pack, Digga. Gue ist auf jeden Fall einer der stabilen. Nice, Digga. 85er Rating. Ich glaube, der könnte vielleicht sogar ein bisschen was wert sein. Aus der Premier League ist immer gut. Und zwei andere sind noch dahinter, Digga. Zwei andere sind noch dahinter. Wir haben hier noch Fernandes und Morrison drin. Was ist denn der gute Boy hier wert? 200.000er Range. 55.000 wert auf den geboten. Nice, Digga. Nicht schlecht. Herr Specht hätte schlechter ausgehen können. Hätte echt schlechter ausgehen können. Krank, Digga. Check mal Salem auf Instagram ab, Leute. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr sein letztes Bild kommentieren würdet mit Hashtag Gang. Jeder von euch macht das jetzt einfach mal. Check mal die Beschreibung ab. Dort findet ihr den Instagram-Kanal von Salem. Und schreibt mal Hashtag Gang auf sein letztes Bild. Ich hoffe, das machen ein paar von euch, sonst stehe ich blöd da. Deswegen gönnt mal, Leute. Macht mal das, was ich euch gerade gesagt habe, auf korrekt. Yep. Drei Packs bleiben hier noch über auf diesem Account. Ein 100k-Pack ist natürlich hier wieder da. Ich will, dass es blau wird. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass ich die besten 100k-Packs ziehe? Ja gut, das habe ich aber, ja, sowas habe ich auch lange nicht mehr erlebt, ne? Aus dem 100k-Pack nicht mal ein 83er zu ziehen, das ist schon ärgerlich, Digga. Vor allem, wenn es gerade Team of the Season-Spieler in den Packs gibt. Da gibt es gerade einfach Tot-Spieler. Und der Beste ist halt ehrlich Joe Hart, Junge. Wie kann das angehen? Noch nie verstanden und werde ich auch nie verstehen, glaube ich, oder? Leute, bewerten nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Für dieses Pack will ich 5555 Millionen Likes. Okidoki, wir kommen jetzt zum Bang, Digga. Premium Team der Woche Set Number Dos, Numero Dos. Und wir öffnen das auch. Und dann gibt es nochmal das monatliche 20 Inform Set, Junge. Come on, jetzt aber erstmal die drei Informs, die wir noch bekommen werden. Und das wird ein Brasilianer werden, das wird ein Walkout. Wer ist das denn? Tejes 86. Das wird ja immer besser, Digga. Das wird ja immer besser. Eben 85er Gue, jetzt 86er Tejes. Komplett am Winken, der Boy.
winke ich einfach mal zurück. Ich muss sagen, ich feiere die Porto-Trikots immer echt heftig. Ich finde das irgendwie, sieht nice aus mit diesem Weiß-Blau. Feiere ich. Wir checken aber mal ab, was hier hinter ist. Nochmal. What the fuck? Die beiden hatte ich eben schon. Tails wurde gegen Gue ausgetauscht und sonst ist das Pack gleich geblieben. Ja, Mann, Tails ist auch nochmal über 65.000 wert. Heftig, Digga. Heftig, okay. Die Packs waren eigentlich gar nicht so schlecht dafür, dass es nicht so gute Team of the Week Spieler gerade im Team of the Week gibt. Ich hatte echt gedacht, dass Lionel Messi kommt. EA denkt sich, nee. Wir sind kurz vorm Team of the Season. Tots kommt, La Liga Tots kommt. Wir behalten nochmal Messi hier im Kasten für das Tots. Nice. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass es hier Dybala gibt, dass es Pogba gibt. Aubameyang kann man, glaube ich, ziehen. Und ich werde jetzt mich einfach ganz gechillt hier hinsetzen, werde dieses Pack genießen und werde euch jetzt einfach mal einen saftigen, roten Inform präsentieren. Hoppa! Oh mein Gott. Ey, da sieht man die Frankreich-Flagge. Denkt sie nicht Böses. Oh, das war knapp. Pogba wird's escalated, Leute. Pogba wird's auf Ernst escalated. Sheesh. Dann ist es Tauvin geworden oder Tauvor. Leute, ich bin kein Franzose. Don't judge me, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber ja, keine Ahnung, wie der Typ ausgesprochen wird. Tauvin, Tauvor, jeder sagt was anderes. Bang, wir skibidi gibidi back. Ja. Und ziehen hier noch. Oh, Kedira, Donnarumma, das ist nicht schlecht. Okay, Donnarumma ist echt fresh. Kann man auf jeden Fall mal verwenden. Ist ein richtig saftiger Torwart mit 1,96. Marcelo haben wir noch, Depay haben wir noch, Wagner, die Legende mit der Nummer 2, Alter. An der Stelle würde ich sagen, gehen wir auf meinen Account rüber und ziehen da noch ein paar Packs. Bewerten, abonnieren nicht vergessen. Muss ich ja jetzt schon wieder sagen, oder nicht, Leute? Okay, Leute, es ist 19 Uhr. Ich tue die Kopfhörer raus, damit ich hier nicht gleich wieder die Kopfhörer kaputt reiße. Wir haben wieder eine Lightning Round am Start. Das war klar, dass 50k Packs kommen. Und es gibt so viele kranke Team of the Season Spieler aus dem BPL. Einfach zu krass. Wir ziehen im ersten 100k Pack ein, beziehungsweise ist ja 50k Pack ein Inform. Und ich dachte, jetzt kommt echt Wagner hier raus. Es wird Petersen, 86er Rating im ersten Pack. Ist auf jeden Fall nice. Und Leute, ich werde hier auf jeden Fall jetzt nicht so viel labern. Also wundert euch nicht, ich werde die Lightning Rounds jetzt durchziehen, denn ich will viele Packs bekommen. Petersen, was bist du wert? Ich guck das schnell nach oder auch nicht. Ja gut, ich wollte es nachgucken, habe es jetzt am Ende nicht geschafft nachzugucken, weil Button-Lag, man kennt ihn. Nächstes Pack, Lego. Komm Junge, guck mal, wie viele Packs schon weg sind. Das ist krass. Ich muss mich beeilen, Leute. Ich will viele, viele 50k Packs bekommen. Skip. Ich skip diese Packs auch da, wo nichts drin ist. Das juckt mich jetzt gar nicht. 500.000 Coins habe ich fast auf dem Konto, das ganze Pack kann man abstoßen. Bitte, ey, bitte, 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 ich will einen Tots haben, ich will einen Tots aus der Premier League haben, ich will einen Tots. Skip. Digga, 50k Packs, enttäuscht mich doch nicht. Was war jetzt hier der beste Spieler? Wow, Schmelzer. Jungs, es geht weiter, man gibt nicht auf. Man gibt hier nicht auf. Im Hintergrund steht mein Lagerfeuer. Oder läuft mein Lagerfeuer, muss man ja sagen. Richtig real, Leute, das Lagerfeuer. Peckler, komm! Marco Reus, Digga, bam, eine nice Karte, wollte ich sagen. Feier, ich komm hier raus im Coca-Cola-Trikot. Nächster Workout, zweiter deutscher Workout. What the fuck haben wir heute mit den deutschen Spielern? Gibt's hier irgendjemanden im Tots, der eine deutsche Nationalität hat? Ich weiß es nicht. Premier League hat ja auch viele gute deutsche Spieler, Digga, da muss man auf jeden Fall Respekt an die Deutschen, die es da geschafft haben, aussprechen. Und Reus ist nur ein bisschen, ich hätte gedacht, der ist mehr wert. Den tue ich noch auf die Transferliste. Weiter geht's. Ich hoffe, da sind noch ein paar 50k Packs für uns am Stissel. Komm, Junge, 10.000 Stück sind noch da. 3 Minuten, nicht mal 2,5 Minuten laufen die Packs erst. Ah! Wenn man diesen Schnitt sieht, dann denkt man immer, jetzt wird's blau. Und wenn es dann nicht blau wird, dann ist man immer enttäuscht und es wird... Ah, Marquisio wahrscheinlich. 85er Marquisio. Skibbly, skip, skip, skip. Die 100k Pack Lightning Round nehmen wir wahrscheinlich gleich auch noch mit. Oh, das war ein richtig cooles Pack eigentlich, also von den Spielern her. Ja, kann man auf jeden Fall mal sehen lassen. Oh, nur noch 3.000. Ich glaube, das wird das letzte oder vorletzte sein von den 50ern. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ey, bitte. Ich sehe den Schlitz. Frankreich. Oh. Pogba und Kanté sind ja nicht im Tots. Deswegen wusste ich gerade schon, das könnten die beiden trotzdem noch werden. Ist es aber Nsonsi geworden. Junge, Junge, Junge. Wieso sind eigentlich Pogba? Ja, okay, Pogba hatte so ein paar schwache Phasen, ein paar kranke Phasen. Kann ich ein bisschen verstehen, dass er nicht im Tots ist. Kanté hatte sein Team of the Year bekommen, sein Totti. Was sagt ihr zum Premier League Team of the Season? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Fehlt da irgendein Spieler?
Wer muss da noch rein oder wer hätte reingemusst? Ab in die Comments below. 125er sind da, Leute. 70.000 Stück an der Zahl und ich kann gleich noch FIFA Points aufladen. Es wird blau werden. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Noch nie hast du so viel Auge gemacht, Junge. Hier, du hast komplett reingeguckt. Du bist reingelaufen sogar. Ein 81 aus dem 125.000 hast du. Come on, vielleicht brauchen wir gar nicht aufladen. Vielleicht ziehen wir jetzt das Top-Pack der Top-Packs, irgendwie eine Icon und ein Tots zusammen. Das wäre einfach überheftig und es wird ein Inform. Boah, stell mal vor, es wäre jetzt wirklich ein Icon geworden. Schweiz, Stürmer. Heftig, Digga. Frey. Nein, nicht heftig. Ist nicht heftig, Frey. Eieiei, Leute. 10.000 Coins noch. Dann haben wir auf jeden Fall oben die 3,4 Millionen Coins voll. Und PP ist ein Walkout. Und Frey wird angezeigt. Das muss man nicht checken, oder EA? So, da haben wir jetzt nochmal aufgeladen. Die Packs gehen auf jeden Fall nicht sehr schnell weg, weil alle ihre Points und ihr Geld schon ausgegeben haben. Außer Wake, der steckt immer und immer mehr rein. So, läuft hier alles bei den Aufnahmen? Ja! Team of the Season, 90er plus, 100%ig, wo ist meine Kanone? Linksflügel, Sadio, Mani, Junge, bam! Komm, Junge, komm, gib mir ein AKO, gib mir ein Knockout, ich gib dir jetzt ein, Digga. Ganz gechillt bleiben, Leute, ganz gechillt bleiben, Wake's Luck ist da. Team of the Season, Mani, es wurde blau und das nicht mal mit dem Afro. Wo ist überhaupt mein Afro? Ich gönn euch jetzt noch ein Afro-Pack, glaube ich. Holy shit! Sadio Mané, Junge, ich bin so glücklich, Digga. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Premier League Tots Number One. Und das ist ausgerechnet einer der krassen, die im Champions League Finale stehen. Gegen Real Madrid, Digga. Pack lag ab in die Kommentare. Boah, Junge, mein Herz. Es wurde einfach blau, Alter. Ich wurde belohnt. Und hier ist noch Handanovic drin. Hier ist noch Naldo, De Vries. Scheiß auf die anderen, scheiß auf die anderen. Ich gehe wieder nach vorne zu Mané und guck, was der Boy wert ist. 1,3 Millionen Range. Bang, Alter. Mit der Nase drücke ich rauf. 400.000 ist der Boy wert. Und ich zeige euch jetzt, dass er Erstbesitzer ist. Lasst eine Bewertung da, Leute. Lasst ein kostenloses Abo da. Die Pack-Openings werden bei mir immer eskalieren. Genauso wie es hier der Fall ist. Jawoll, Digga. Nice. An der Stelle, wenn ihr weitere Pack-Openings sehen wollt, bang. Bang. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace.